Rap in den Charts, Rap in Talkshows, Rap im Feuilleton, Rap, 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 Rap in der Werbung, in der Mode, in Schulen, Rap in der Politik. Rap ist überall. Ahoi, Deutschland zugehört. Wenn ihr Rap interessiert seid, falls ihr da draußen eine Message habt, gerne mit Wörtern hantiert, wenn euch das ganze Weltgeschehen nicht am Arsch vorbeigeht. Politik ist nicht nur was, was hinter geschlossenen Türen im Bundestag passiert. Wir suchen Talente mit politischer Einstellung. Wir suchen den politischen Rapper Deutschlands. Oder die beste politische Rapperin. Chavos, wisst ihr, wo die Message ist? Si, senor. Warum dann nicht auch beim Grimme-Preis? Mein Name ist Visavi, ich bin Moderatorin der ersten und einzigen politischen Online-Rap-Casting-Show Reputation TV. Mit unseren Juroren Hardne Tesfai und Fahrt und unseren Gästen Nate57, Telly Tales, Amewu, Suki, Chefcat, Alpagan und Azad haben wir fast 6 Monate den besten politischen Rapper Deutschlands gesucht. Und ihr habt uns dabei geholfen. Über 250 Bewerber, unglaublich kreative, intelligente und unterhaltsame Beiträge sind bei uns eingegangen. Wir haben Politiker und Journalisten mit den Fragen und Songs der Rapper konfrontiert. Und am Ende hatten wir einen Gewinner, Drop Dynamic. Was macht ihr hier? Herzlichen Glückwunsch, wir haben unseren Gewinner. Vor wenigen Wochen haben wir mit Reputation TV im ARD Hauptstadtstudio den wichtigsten europäischen Online-Medienpreis für Integration gewonnen. Wieder einmal ein Beweis dafür, was Rap alles kann. Und jetzt könnt ihr beweisen, was ihr könnt. Votet auf www.tvspielfilm.de für Reputation, damit wir, ihr und Rap insgesamt den Grimme Online Award 2013 gewinnen. Gebt jetzt eure Stimme ab für Reputation TV.